Hallo, meine lieben Gartenschlingel, Gartenschlingelinnen, Bierschlingel und Biertrinkerschlingelinnen. Heute geht's ums städtische Freiberger Bier. So, das ist unser Freiberger Bier. Unser in unserer Stadt gebrautes Bier. Ich will jetzt nicht ohne unbedingt zu viel Werbung darüber machen. Aber wisst ihr was? Wer mehr darüber erfahren möchte, der muss mir bitte 4,99 € auf mein Konto überweisen und dann erfahrt er mehr. Kleiner Spaß am Rande, der musste jetzt mal raus. Ihr wisst ganz genau, ich hab's euch gesagt, hier muss man kein Mitglied sein, hier kommt man auch ohne Glied rein. Ja, nee, also ich kann euch gerne noch ein paar Infos darüber geben, das könnt ihr auch öffentlich dann nachrecherchieren. Diese Brauerei ist bei uns hier in der Stadt anzutreffen, ist eine sehr, sehr bürgernahe Brauerei, sage ich jetzt mal so, dafür ganz großes Lob, erst einmal. Denn die veranstaltet jedes Jahr in der ersten oder zweiten Augustwoche ein kleines Fest, das sogenannte Brauereifest. Und ja, sehr, sehr nah am Bürger dran, am Freiberger Bürger. Natürlich auch Außenliegende, die kommen da auch ganz gerne mal. Es wird auch sehr, sehr gern besucht, wie ich feststellen durfte. Ja. Übrigens ist dieses Bier oder diese Marke auch im Radeberger Konzern vertreten, wie so ziemlich fast jedes ostdeutsche Bier oder ostdeutsche Biermarke. Ja. Ich werde es jetzt mit euch verkosten, wie gesagt, keine Werbung und der kleine Seitenhieb vorhin, der musste einfach mal sein. Das konnte ich mir da nicht entgehen lassen. Ja. Hallo Freunde. Hier ist wieder euer Daniel 25. Ich habe hier das gute Freiberger Bier. Ja, das ist ein Pils. Das ist eigentlich jetzt nicht so schlecht. Und das wollte ich euch heute mal etwas näher bringen. Also wir sehen hier, naja, hinten haben wir noch ein bisschen Werbung hinten drauf, aber hier 0,5 Liter sind in dieser Flasche drin und ein Alkoholgehalt von 4,9% Volumenalkohol. Ihr könnt das wahrscheinlich lesen. So sieht das nochmal aus. Freiberger Pils. Verkronkorkt. Und das haben wir jetzt auf den Kopf. Standesgemäß hier wieder Feuerzeug. Funktioniert sogar. Flasche ist auf. Kronkorken ist gelöst. Und dann schenke ich das gute Bier mal ein. So, wie ihr hier erkennen könnt, das ist deutlich klarer als das letzte von mir verkostete Bier. Schaut sich hier mal ins Licht. Ordentlich Schaum. Das ist deutlich heller. Und es sprudelt nicht so sehr. Also da war das andere schon ein bisschen mehr. So. Kuckuck. Seht ihr mich? Hallihallo. Wir gießen jetzt noch einmal bitte was ein hier. Wunderschöner Pilz wieder oben drauf. Man riecht sofort das Pilzübliche, der Pilzübliche Geruch. Ja, es ist schon mal ein schönes Glas hier.
Ja, also ich habe es euch ja gesagt, diese Firma, die da sehr viel für den Bürger machen. Es ist auch in Sachsen hier zumindest sehr, sehr weit verbreitet. Ich weiß ja nicht, vielleicht habt ihr bei euch in der Region mal dieses Bier hier gesehen oder irgendwo im Regal stehen sehen. Ich weiß jetzt nicht, ob das außerhalb von Sachsen genauso bekannt ist oder ob man das da überhaupt kriegt. Es gibt einen Gartenkanal, der kommt hier auch aus Sachsen. Ich weiß nicht, ob er es euch schon in der Herzlich Willkommen Challenge gesagt hat. Ja, nee, ich sag mal lieber nicht, wo er wohnt, sonst kriege ich noch Ärger. Nee, nee. Aber der kommt hier auch aus Sachsen ursprünglich und der kennt dieses Bier genauso. Das Bier wird von manchen gemocht. Manche mögen das nicht so. Und ich trinke es jetzt einfach mal mit euch. Prost und Wohlsein, jetzt wird gemalzt. Ist schön. Jetzt habe ich hier sogar noch ein bisschen geschwäppert. Ich blädi. Ach ja. Ja, das ist also, wie gesagt, immer der übliche Geschmack. Ich kenne es nicht anders. Was soll ich dazu noch sagen? Es ist ein sehr schönes Bier. Für mich als Pilztrinker sowieso. Ich hatte mal eine ganz andere Lieblingsmarke. Das war ein polnisches Gebirgsbier. Das war natürlich ein bisschen kräftiger. Ne? Das ist so bei den tschechischen, polnischen Biere. Das ist dann. Aber ich krieg's nicht mehr ran. Das führte bis jetzt immer der Laden mit dem großen blauen E. Die haben da eine ganz große Auswahl von solchen exotischen Bieren auch. Aber das haben sie leider zu meinen Ungunsten abgeschafft. Schade eigentlich. Ja. Wie geht's euch so? Was macht ihr? Heute vielleicht auch sowas vor. Beim gemütlichen Beisammensein. Eine kleine Bierrunde. Vielleicht beim Skat oder so. Was gibt es über dieses Bier zu sagen? Es ist sehr herb. Na? Die Farbe habt ihr ja schon gesehen hier, und das ist wirklich ein recht helles Bier. Hat eben den typischen Pilzgeschmack. Ich will jetzt aber auch nicht lange plappern. Ich gieße mir noch was nach. Uiuiuiui, uiuiuiui, jetzt wird es männlich, jetzt wird es männliches Bier. Ah, ich sag doch, ich bin nicht so der Glastrinker. Das liegt mir absolut nicht. Ich hau jetzt den Rest hier von der Flasche noch so auf den Kopf. Bier war's eh nicht. Das kann erstmal weg. Gutes Pfand. Ah, jetzt habe ich die Tischdecke versaut. Wieder was zu waschen. Verzeiht ihr mir das? Aber klar, ihr verzeiht mir das. Ja, also Wohlsein. Herrlich. Manche sagen über das Bier auch, es wäre Kopfschmerzbier. Das Gefühl habe ich eigentlich nicht. Ist wirklich ein sehr, sehr schönes Bier. Aber es gibt wirklich immer Zeiten, da kann ich dann auch an das Bier nicht ran. Da muss ich immer was anderes. Aber ich bin jetzt nicht unbedingt derjenige, der dann nur am Bier trinken wäre oder so. Kriegt ja keinen falschen Eindruck von mir. Bei der nächsten Verkostung ist übrigens mal ein
wie da mal Holz vorgesehen. Moment, ich hol euch die Pulle mal ran. Und da haben wir sie. Gute Wittermalzflasche. Die werde ich mit euch nächstes Mal standesgemäß verkosten. Ich stelle es euch mal hier ran. Ihr könnt dann. Ja, das ist natürlich alkoholfrei. Steht hier zumindest drauf. Ja. Alkoholfrei. Ja. So, ich hau den Rest jetzt noch hinter. Und dann beenden wir dieses Video. Prost. Ich bedanke mich, dass ihr das Video hier angeguckt habt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend. Haut rein. Ciao.